Die Sonderbeauftragten der EU und der USA haben Kosovo und Serbien zur Wiederaufnahme des Dialogs aufgefordert. Dies sei der einzige Weg, um die zunehmenden Spannungen zwischen beiden Ländern zu entschärfen, so die Botschaft bei einem Treffen mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich und Italien in Pristina. Das erste dieser Art seit Eindringen serbischer Paramilitärs im Norden des Kosovos. The events of the 24th of September also very clearly underlined that both de-escalation and normalization are now more urgent than ever. Any conditions or delays are unacceptable, and we also expect Kosovo and Serbia to fully meet their dialogue obligations. Sowohl Serbien als auch Kosovo wollen der EU beitreten. Brüssel fordert jedoch, dass sie davor ihre Differenzen ausräumen. Die EU hatte im Februar einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti und der serbische Präsident Aleksandar Vučić stimmten damals zu, allerdings mit einigen Vorbehalten.